So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich ja öfters schon mal Ayran getrunken, meistens zum Döner dazu. Aus meinem früheren Leben gab es immer Ayran. Ja, gibt es ja auch hier ein schönes Lied, Ayran und Döner und so. Wer das kennt, Rafiction in die Richtung. Kennst du nicht? Gut, jetzt habe ich gesehen, wir wollten letztens die Ayran-Challenge machen, die ist mittlerweile schon längst online gekommen, aber auf der Suche nach Ayran haben wir entdeckt, Müller-Milch hat jetzt auch eine Limited Edition rausgebracht, Limited Ayran featuring Eco Fresh, super lecker, Eco Fresh. Da ist hier so eine Schallplatte, eine Musik hier, da ist ja alles so gemacht. Hier hast du noch ein Mikrofon, hast du noch einen Notenschlüssel. Also die Packung sieht auf jeden Fall sehr genial aus. Wenn du hier drüben reinguckst, wahrscheinlich gibt es von Müller schon länger Ayran. Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe noch nie Müller Ayran gesehen. Das sieht auf jeden Fall so aus, als würde das immer im Regal stehen. Und jetzt Limited Edition, bam, einfach da was draufgeklatscht. Ayran, Joghurt, Wasser, Salz, sonst nichts. Das steht überall drauf. Ich habe verschiedene Ayran noch da, aber den großen Ayran-Test gibt es später. Wir wollen unser Hauptaugenmerk heute wirklich nur auf den Müller Ayran legen. Featuring Eco Fresh. Das ist der Ayran hier fürs Thumbnail. Den machen wir jetzt mal auf. Erstmal schütteln. Und dann mal unser Berliner Luftgläschen zum Testen. Wollen wir mal gucken, wie der schmeckt. Wenn wir den jetzt aufmachen und hier reinfüllen, das sind 500 Milliliter, also ein halber Liter. Normal in den Ayran-Bechern sind ja immer so 250 Milliliter. Gibt auch diese Tetra-Packs mit einem Liter drin, wie wir in der Challenge hatten. Das sind 500 Milliliter, also ein halber Liter. Nicht so viel wie Tetra-Pack, mehr als ein Becher. Jetzt probieren wir das auch mal. Riecht auf jeden Fall sehr interessant, oder? Der Adi sagt auch. Also dem Adi scheint das auch sehr zu schmecken. Das ist auf jeden Fall würzig. Bist du ein kleiner Eco Fresh? Ich glaube, er muss... Nein, Adi, ist jetzt meiner. Geh weg. Wir probieren mal kurz, bevor der Adi alles wegtrinkt. Schmeckt nicht wie Müllermilch. Ich dachte, das ist halt einfach nur eine Müllermilch. Vom Typ Ayran, so wie eine Müllermilch, vom Typ Erdbeer, dass es halt einfach milchig ist, aber mit einem Erdbeergeschmack oder einer Bananenmilch, sonst was hin und her. Und das schmeckt wirklich ganz normal, einfach wie Ayran, so wie ich es kenne. Egal, ob das von Müller ist. Versteht mich nicht falsch, wenn Ayran draufsteht, wird wohl auch Ayran drin sein, an Geschmack her. Aber ich habe da jetzt mit einer speziellen Version von Müllermilch gerechnet, die Müller-Milch-Geschmack aber mit Ayran irgendwie verbindet. Aber es ist halt einfach Ayran von der Firma Müller. Steht ja auch nirgendwo Milch drauf, ist ja das Nächste. Steht ja auch nur Müller-Ayran. Fertig. Und vielleicht gibt es den ja wirklich das ganze Jahr über und ich habe den noch nie gesehen. So, der schmeckt eigentlich richtig gut. Ist ein bisschen würzig, ist sehr, sehr lecker, joghurtartig, Wasser, Salz, alles, was man so braucht. Könnte auch einfach wieder verschließen, würde ich sagen. Wer Ayran trinkt, kann gerne bei Müller mal zuschlagen, den probieren. Wirklich super Geschmack. Preis weiß ich jetzt leider nicht. Da bin ich unvorbereitet, aber vielleicht geht es auch günstiger. Und das werden wir im großen Ayran-Test sehen. Jetzt saufe ich mir das Ding ja noch rein, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah, da ist der Müller-Milchbad. Wenn ihr den schon kennt, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, trinkt ihr gerne Ayran oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Vorhaut, euer Ramses.